Wir hatten uns letzte Woche mit dem Thema Testen beschäftigt. Das heißt, die Frage, wie können Sie die Qualität Ihrer Programme sicherstellen? Und die gebräuchlichste Methode dazu ist eben, dass Sie Testfälle erstellen. Und wir hatten gesehen, dass das im Normalfall so läuft, dass Sie eine Spezifikation von Ihrem Programm benötigen, die eben ausdrückt, was korrektes Verhalten des Programms ist. Und ausgehend von dieser Spezifikation erstellen Sie dann Testfälle. Und die Testfälle, die vergleichen das Verhalten, das Ihr Programm wirklich hat, mit dem, was laut Spezifikation erwünscht ist. Und für die Testfallerstellung gehen Sie normalerweise in zwei Schritten vor, dass Sie erstmal versuchen, so eine grobe Klassifikation der Eingaben vorzunehmen. Und dann in einem zweiten Schritt versuchen Sie, Eingabedaten zu generieren oder auszuwählen, mit denen Sie dann Ihr Programm ablaufen lassen können. Wir hatten dann noch gesehen, verschiedene Teststrategien, wie man solche Testfälle aufbauen kann. Zum Beispiel datenbasiert mit dieser Category Partition Method, die so grob funktioniert, wie ich das gerade beschrieben hatte. Dann können Sie kontrollflussbasiert testen, wo Sie versuchen, bestimmte Programmabläufe, typische Programmabläufe eben abzudecken mit einem Testfall jeweils. Da gibt es dann auch verschiedene Abdeckungskriterien, die häufig in dem Zusammenhang verwendet werden. Das heißt, Sie versuchen zum Beispiel jede Instruktion in Ihrem Programm in mindestens einem Testfall auszuführen oder jede Bedingung, die in Ihrem Programm vorkommt, mindestens einmal mit wahr und mit falsch zu testen. Und Grenzwerttesten, das ist auch was sehr beliebt ist, dass Sie eben so typische Randwerte von Ihrem Problem versuchen, speziell zu testen. Also 0, 1, minus 1 oder wenn Sie zum Beispiel ein Array haben, der Länge 10, dann könnten Sie eben auch versuchen, um diesen Grenzwert 10 Testfälle zu generieren, also mit ein Testfall zum Beispiel, der noch in Ordnung wäre und ein Testfall, der nicht mehr in Ordnung wäre, wo dann der Wert schon zu groß ist. Gut, also soweit waren wir letztes Mal in der Vorlesung. Und was ich jetzt noch hier dazufügen möchte, ist noch eine Methode, die über das Testen rausgeht, aber eigentlich einen ähnlichen Zweck erfüllt, also auch die Qualität von Programmen zu verbessern. Und der Unterschied ist bei statischer Analyse, dass Sie Ihr Programm nicht wie in einem Testfall ablaufen lassen auf der Maschine, sondern dass Sie das Programm, ohne es ablaufen zu lassen, also nicht dynamisch, sondern statisch prüfen. Das heißt, Sie nehmen einfach den Programmtext her und versuchen mit irgendwelchen Methoden aus dem Programmtext abzuleiten, ob Ihr Programm fehlerhaft ist oder nicht. Eine andere Sichtweise auf das statische Testen ist, wie das dann in der Praxis eben aussieht, wenn man statisches Testen macht. Das ist mit einer bestimmten Eigenschaft verbunden. Und wir fangen mal mit dieser Frage an. Wir hatten ja uns auch letztes Mal damit beschäftigt, wie wir Testfälle auswählen können und haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Also wenn die Auswahl der Testfälle so schwierig ist, warum sollen wir dann nicht gleich alle Eingaben einfach testen? Also wir wählen nicht nur wenige Testfälle aus, sondern wir versuchen einfach alle möglichen Eingaben zu testen. Genau, Sie lachen schon ein bisschen, das ist natürlich sehr schwer möglich. Es sind viel zu viele Eingaben, viel zu viele Programmabläufe, die möglich wären, als dass das noch in vernünftiger Zeit möglich wäre, sowas durchzuführen. Dazu kommt auch noch dann, weil es so viele sind, eben, dass ein Management von so vielen Testfällen auch nicht mehr praktikabel wäre. Also Sie können die vielleicht noch irgendwie zusammenfassen, dass Sie versuchen in einer Schleife diese verschiedenen Eingabewerte zu generieren und dann eben jeweils zu prüfen, ob das Ergebnis in Ordnung ist. Aber im Normalfall sind das so viele verschiedene Dinge, die Sie da prüfen müssen, dass allein schon die Anzahl der Testfälle, die Sie schreiben müssten, trotz solchen Tricks wie Loops einfach zu groß werden würde. Laufzeit natürlich auch, wenn Sie dann Millionen von Testfällen hätten, die vielleicht auch automatisch generiert sind, wäre die Laufzeit für diese Testfälle auch viel zu groß. Also Sie müssten dann Ihr Programm vielleicht Jahre oder noch länger laufen lassen, um alle diese Testfälle durchzubekommen. Genau, also das ist eigentlich der Grund, warum man jetzt nicht sämtliche Eingabedaten durchtestet. Obwohl das eigentlich wünschenswert wäre. Wenn man nämlich alle Eingaben durchgetestet hätte, dann würde man mit Sicherheit jeden Fehler erkennen, der im Programm noch vorhanden ist. Wenn die Spezifikation richtig ist und man die Testfälle richtig geschrieben hat, dann müsste das sämtliche Fehler im Programm erkennen. Also es wäre was sehr Wünschenswertes, sowas zu haben. Also es geht nicht so direkt, weil es viel zu viele Testfälle sind. Aber die Frage ist, können wir vielleicht mit anderen Ansätzen was Ähnliches erreichen, wie eben diesen Effekt, dass wir praktisch alle
schon seit fast schon Jahrzehnten ein Forschungsgegenstand. Wie kann man Programme eben Sicherheit erhöhen und nicht nur für einzelne Testfälle das erreichen, sondern am besten zu beweisen, dass die Programme korrekt sind. Und die Idee dabei, dass man versucht, das Programm in einen logischen Formalismus zu übersetzen und dann innerhalb von dieser Logik, die eben die Semantik des Programms ausdrückt, was das Programm macht, die Einhaltung der Spezifikation dann zu beweisen. Und wenn wir so einen Beweis haben, dann wird er eben wirklich aussagen, dass für sämtliche Programmeingaben das Programm das korrekte Verhalten zeigt. Okay, also was bräuchten wir dazu? Wir müssen irgendwie unser Programm in eine logische Formel übersetzen. Also brauchen wir irgendeinen logischen Formalismus, in dem wir das Ganze, unser Programm eben darstellen können. Sie kennen vielleicht schon aus der Mathematik Logiken oder eine Logik, Aussagenlogik, Prädikatenlogik. Das Epsilon-Delta-Kriterium für alle Epsilon existierenden Delta und so weiter. Das ist eine Logik, also Prädikatenlogik in dem Fall, die man da verwenden kann. Oder diese Variante der Aussagenlogik, sondern es gibt noch andere Logiken. Das ist ein ganz breites Spektrum, was man zur Verfügung hat. Und speziell für die Programmprüfung gibt es eben Logiken, die darauf speziell getrimmt sind. Zum Beispiel dynamische Logiken, die verknüpfen Aussagen über Programme. Also man kann Programmtexte praktisch in dieser Logik schreiben. Man kann Aussagen oder Eigenschaften von Programmen in dieser Logik schreiben und damit dann eben Dinge über Programme beweisen. Also dynamische Logiken wäre ein Fall. So typische Eigenschaften von Programmen festhalten können. Also bei Bitvektorlogiken, die werden dann im Normalfall so eingesetzt, dass man eben die Daten, zum Beispiel eine Integerzahl mit 16 Bit, als ein 16-Bit-Vektor von booleschen Werten darstellt und dann mit diesen Werten in der Logik arbeitet. Was wir auch brauchen noch, ist, dass die Spezifikation irgendwie in einer formalen Darstellung vorhanden ist. Also wir können nicht einfach nur einen englischen Text dann als Spezifikation verwenden, sondern wir müssen auch die Spezifikation in so einer präzisen formalen Sprache, in einer formalen Logik irgendwie vorliegen haben. Und dann müssen wir natürlich irgendwie eine Möglichkeit haben, das zu beweisen, dass unser Programm, das in diese Logik transformiert wurde, die Spezifikation in der entsprechenden passenden Logik wirklich erfüllt. Und um so einen Beweis zu machen, gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Also man kann das eventuell manuell machen. Das heißt, man hat einfach, so wie sie in der Mathematik auch ihre Beweise machen, ein Blatt Papier, einen Stift und man versucht eben dann diese Formeln so lange irgendwie zu transformieren, bis man den Beweis hat, dass das Programm eine Eigenschaft erfüllt. Das ist aber im Normalfall auch nicht sonderlich praktikabel, weil die Programme normalerweise relativ groß sind und relativ stupide Beweistätigkeiten dazu gemacht werden müssen. Deshalb nimmt man im Normalfall eigentlich andere Techniken, also entweder Rechner unterstützt, wo der Beweis auf dem Rechner nachvollzogen wird oder geprüft wird, ob sie die richtige Rechner ihnen auch Hinweise gibt, wie sie ihren Beweis fortsetzen können. Oder vollautomatische Techniken, wo der menschliche Benutzer eben überhaupt keine zusätzlichen Hinweise für den Beweis mehr geben muss, sondern wo der Rechner für sich alleine den Beweis durchführt. Diese ganzen Techniken, die werden unter dem Begriff statische Programmanalyse zusammengefasst. Also statisch eben deshalb, weil sie das Programm nicht ausführen, sondern weil sie das Programm hernehmen, in eine Logik übersetzen und praktisch genau auf den Programmtext schauen, mit Hilfe dieser mathematischen Formalismen versuchen, Eigenschaften herauszufinden. Gut, an der Stelle ist es vielleicht noch nicht ganz so ersichtlich, wie sowas funktioniert, aber wie gesagt, das sind Forschungsthemen und das ist auch das Forschungsthema von unserer Gruppe, was wir machen, dass wir uns mit statischer Analyse von Programmen beschäftigen. Und das sind in unserem Fall nicht Java-Programme, sondern Programme in einer anderen Programmiersprache oder in anderen Programmiersprachen. C und C++ ist das, was wir hauptsächlich verwenden, weil wir ein bisschen spezialisiert sind auf systemnahe Programme oder solche Programme, die und die Programme, die sind eben häufig nicht in Java geschrieben, sondern in C oder C++.
Und wir haben dazu auch ein Werkzeug entwickelt, was sich LLBMC, das steht für Low Level Bounded Model Checker. Also Low Level hat so eine doppelte Bedeutung. Einmal, wenn wir eben uns Low Level Code anschauen, also systemnahen Code. Bounded Model Checker steht dafür, das ist praktisch ein so ein statisches Analyseverfahren, das sich Bounded Model Checking nennt. Und vielleicht in dem Zusammenhang ist, dass wir eine Compiler-Bibliothek, ein Compiler-Framework einsetzen, das heißt LLVM für Low-Level LL. Gut, und dieses Programm kann C, C++-Programme vollautomatisch auf Fehler prüfen. Die Programmspezifikation wird mit direkt innerhalb oder Programmiersprachen ausdrücken. Man verwendet dann Assert und Assume. Assert kennen Sie bereits vom Testen, womit man eben prüfen kann, ob eine bestimmte Eigenschaft eingehalten wird. In dem Fall wird es dann aber überprüft werden, nicht nur für einen konkreten Testfall, sondern für eine beliebige oder unbeschränkte Anzahl von Eingabedaten. Und mit Assume kann man Einschränkungen machen, also man kann bestimmte Annahmen machen. Zum Beispiel, wenn Sie hinschreiben würden, Assume x kleiner 10, dann würde eben diese Eigenschaft nur unter dieser Annahme bewiesen, dass x kleiner als 10 ist. Okay, also Programmspezifikation braucht man keine besondere zusätzliche logische Sprache, sondern es geht praktisch mit Programmiersprachenkonstrukten. Prüfverfahren ist Bounded Model Checking und auf dieser Seite können Sie sich das Tool anschauen. Das ist so ein kleines Diagramm, was so grob die Vorgehensweise beschreibt, wie das Tool intern arbeitet. Das heißt, man fängt auf der linken Seite an mit dem Source Code, den man prüfen möchte. Die Eigenschaften, die man prüfen möchte, sind darin bereits enthalten, entweder mit diesem Assume-Assert-Formalismus, den man direkt ins Programm reingeschrieben hat, oder die zweite Möglichkeit zu prüfen ist, dass bestimmte häufige Tests bereits in dieses Programm eingebaut sind, ohne dass der Benutzer das nochmal extra hinschreiben muss. Also so typische Programmierfehler, wie wenn man in Java, wenn man so eine Nullreferenz hat und versucht, darauf eine Methode zum Beispiel aufzurufen, das entsprechende gibt es auch in C oder C++. Oder wenn Sie so einen Array-Index haben, der zu groß oder zu klein ist, das sind Dinge, die zu solchen Standardtests dazugehören, die bereits eingebaut sind. Dann wird es Sprache. Die Zwischensprache, die ist einfach das, was ein Compiler normalerweise auch macht. Also die meisten Compiler verwenden solche Zwischensprachen, die vereinfachen die Semantik von dem Eingabeprogramm, sind häufig schon sehr maschinennah. Dann auf dieser Zwischensprache machen wir verschiedene Transformationen, Loop Unrolling Function Inlining. Dann nehmen wir diese logische Codierung vor, dass wir eben einen Beweis machen können mit der logischen Formel. In unserem Fall ist die Logik eine Bitvektorlogik mit Arrays. Dann haben wir noch eingebaute Vereinfachungsaufgabe, möglichst im Vorfeld so einfach wie möglich zu machen. Und dann gibt es solche Kernbeweiser für diese Logik, die heißen SMT-Solver. Das SMT steht für Satisfiability Modulo Theory, also Erfüllbarkeit von Formeln wird geprüft. Modulo Theorien, also mit eingebauten Theorien, in unserem Fall eben diese Bitvektor-Theorie und die Array-Theorie, und dann bekommt man als Ergebnis eben entweder so ein Fehler-Trace, also so eine schrittweise Abfolge durch ihr Programm, wie sie zu dem Fehler kommen, oder die Aussage, dass kein Fehler dieser Form vorliegt. Gut, und das möchte ich Ihnen kurz an einem kleinen Beispiel zeigen, wie dieses Werkzeug funktioniert. Und dazu gehen wir nochmal zurück zu einer Sache, die wir uns in der letzten Vorlesungsstunde angeschaut hatten. Und zwar haben wir uns da im Zusammenhang mit Testfällen uns dieses kleine Beispiel angeschaut, einer Suchmethode. Und da hatten wir auch eine Spezifikation dazu. Also diese Suchmethode soll für ein Element x in einem Array A suchen. Und zwar beginnend ab Position P. Wenn dieses Element x in dem Array existiert, soll die Position zurückgegeben werden, und zwar der kleinste Index, größer gleich p, für den eben das Element x gefunden wurde in dem Array. Wenn es dieses Element x nicht gibt im Array, dann soll minus 1 zurückgegeben werden. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, wir hatten diese kurze Methode, die das implementieren sollte, die war noch fehlerhaft, da gab es einige Stellen, wo was nicht gestimmt hat, und wir hatten dann einen Testcase dazu geschrieben, der so ein
sechselementiges Array hernimmt und dann soll in diesem Fall gesucht werden ab Position 4, also 0, 1, 2, 3, 4, ab dieser 2. Suchen wir nach dem Element 3, das müsste hier gefunden werden. Und das heißt, und als Ergebnis bekommen wir zurück den Index, an dem sich dieses Element befindet. Also das wäre Index 5, das müsste diese Methode zurückliefern. Und wir hatten gesehen, dass dieser Testfall eben fehlschlägt und dass eben hier statischen Analyse nachzuvollziehen und dann zu verallgemeinern, dass wir eben nicht nur diesen einen Testfall dann haben, der konkrete Eingaben prüft, sondern dass wir allgemeinere Dinge prüfen. Okay, schauen wir uns das mal an. Fenster können wir ein bisschen größer machen noch. Gut. Machen wir den Ton mal hier aus. Ups. Genau, also hier haben wir das Programm, das wollte ich noch nicht haben. Müssen wir es gleich mal editieren noch, dass wir den Ausgangspunkt haben, der genau dem entspricht, was wir hier hatten. Ah doch, das entspricht schon dem, genau. Also wir haben hier jetzt in einer anderen Programmiersprache, also in C, dass diese... Also Sie sehen schon, das sieht in C jetzt gar nicht so groß unterschiedlich aus. Also Sie haben hier auch praktisch eine Methode, Funktion sagt man in C meistens, die Search heißt, dann haben wir hier ein Array, das wird so angegeben. Die Größe von dem Array muss man in C noch extra mit einem Parameter mitgeben, die ist nicht in dem Array selbst gespeichert, deshalb geben wir hier die Größe von dem Array noch mit, dann unser P, der Index, ab dem wir suchen wollen, und das X, das Element, nach dem wir suchen. Und dann haben wir hier praktisch denselben Programmtext wie vorhin, das sehe ich gerade noch, da wollte ich noch genau dieselben Fehler drin haben. Und da hatten wir hier in unserem Ursprungsprogramm noch ein kleiner gleich stehen. Es gibt auch wieder die Vorschleifen und diese Tests, eigentlich genau wie in Java sieht das Ganze hier dann aus. Und dann haben wir hier die Testfunktion. Innerhalb von unserem Werkzeug ist es eigentlich üblich, dass man diese Testfunktion oder diesen Einstiegspunkt für die statische Analyse LLBMC Main nennt. Dann auch hier sieht man wieder ähnlich wie vorher im Java-Programmtext, erstmal ein sechselementiges Array, das angelegt wird. Dann hier brauchen wir noch die Länge eben zusätzlich, die hier nochmal abgelegt werden muss in der Variable. Dann wollen wir wieder suchen ab Position 4 nach dem Wert 3, rufen die Search-Methode auf und prüfen am Schluss eben, ob jetzt hier 5 dabei rauskommt. Also das ist jetzt noch nicht viel mehr als das, was wir eigentlich mit einem einzigen Testfall auch hatten, aber man sieht eben, dass sowas dann auch mit unserer Methode geht. Also was man hier als erstes machen muss, ist, dass man das mit diesem Compiler, LLVM-Compiler, Clang heißt der, übersetzen muss, wenn unser Tool eben auf dieser Zwischensprachebene anfängt. Also wir übersetzen das, das ist ähnlich wie Java-Compiler, dann gibt man hier noch zwei Optionen an oder drei Optionen. Diese Option bedeutet, dass er Zwischencode generieren soll. Okay, jetzt haben wir das übersetzt und dann können wir mit unserem Programm versuchen, das zu prüfen. Okay, jetzt kriegt man hier erstmal eine lange Ausgabe. Also wenn man von oben her mal an, was sieht man? Also er hat hier irgendeine Art von Fehler gefunden. Und zwar ist das kein Programmfehler jetzt hier, sondern er hat festgestellt, dass diese Standardeinstellungen für dieses Analyse ausgeführt werden und die ist nicht ausreichend. Deshalb müssen wir das jetzt praktisch hier von Hand vorgeben. Wir müssen dem Werkzeug sagen, wie oft Schleifen maximal ausgeführt werden. Loop Operations, nehmen wir mal 6, weil 6 ja die größte Array war. Okay, und jetzt sehen wir, dass jetzt ein wirklicher Fehler gefunden wurde. Also das Werkzeug sagt, es wurde ein Fehler gefunden. Diese Assertion hier unten, dass R gleich 5 ist, die ist fehlgeschlagen. Das heißt, diese... Okay, soweit so gut. Jetzt können wir mal versuchen, das Programm zu korrigieren. Also Sie erinnern sich vielleicht noch, oder was die Fehler hier waren und was man korrigieren muss. Hat jemand von Ihnen gerade noch im Kopf oder kann das nochmal
rekonstruieren. Also hier in dieser Search-Methode sind noch mindestens zwei Fehler enthalten. Und die versuchen wir jetzt mal möglichst rauszukriegen. Ja. Genau hier, AI gleich P müsste es heißen. Ja. So. Entschuldigung. Ah, hier genau, ab P. Ach, diese Sache hier genau. Hier, das war in Ordnung, da prüfen wir auf X, nicht auf Y, sondern na, auf X ab. Und jetzt müsste es hier heißen, richtig, genau. Den Fehler lassen wir mal drin, dass wir noch sehen, was das Programm damit macht, diese Analyse. Es gibt noch einen weiteren Fehler. Genau, hier müsste es Return I heißen. Okay, das heißt, jetzt müssen wir schon mal die gröbsten Fehler draußen haben. Dann prüfen wir das nochmal, also wir übersetzen unser Programm nochmal mit diesem Clang-Compiler. Wir rufen wieder unser statisches Analysewerkzeug auf. Okay, und das sagt uns jetzt, ja, es hat hier Programmtransformation gemacht und feststellt, keinen Fehler gefunden. Also auf diesem Testfall arbeitet das Programm jetzt korrekt. Obwohl wir natürlich noch diesen einen Fehler noch drin haben, mit diesem kleiner gleich statt kleiner, aber der wurde bei diesem Testfall eben nicht erkannt. Aber gut, jetzt, was wir bisher gesehen haben, das zeigt ja noch nicht, oder das ist praktisch das Äquivalente zu einzelnen Testfällen. Und jetzt versuchen wir das mal zu verallgemeinern. Also wir, und das, indem wir unser Programm hier editieren. Das heißt, wir wollen hier zum Beispiel jetzt kein konkretes Array vorgeben, sondern einfach sagen, das ist ein Array mit einer bestimmten Länge. Fahren das wir einsetzen, deshalb brauchen wir da eine Bound. Dann definieren wir einfach mal so eine maximale Länge. Sagen wir N10, also damit wird in 10 eine Konstante deklariert, Konstante N, die den Wert 10 hat. Und was wir dann hier machen, wir legen einfach mal ein Array der Größe N an und sagen aber gar nichts darüber aus, wie die Werte in diesem Array aussehen. Das heißt, es soll jetzt für beliebige Werte hier eine Prüfung stattfinden. Okay, dann dieses klein n, ich muss sagen, das ist das große. X. Genauso machen wir es jetzt, dass wir dieses P auch nicht vorgeben, was das sein soll. Das X geben wir nicht vor, was das sein soll, sondern das soll jetzt eben für beliebige Werte von P und X gelten. Aber was jetzt natürlich noch die Frage ist, jetzt kommt hier natürlich nicht mehr 5 raus in allen Fällen, sondern jetzt müssen wir hier irgendwas hinschreiben, was in allen Fällen gelten muss, wenn dieses Programm für beliebige Eingabedaten durchläuft. Und was können wir denn da hinschreiben? Also das ist auch ein bisschen komplizierter im Normalfall als Testfälle zu schreiben, aber in dem Fall geht es, also wir könnten zum Beispiel diese beiden Fälle unterscheiden, entweder ist das Array-Element nicht gefunden worden, also dann ist das Rückgabewert minus 1, oder im anderen Fall ist das Array-Element gefunden worden und was muss dann gelten, wenn es gefunden wurde? Also wir prüfen jetzt nur so eine partielle Spezifikation ab, dann muss gelten, dass AI gleich X ist. Sind Sie soweit einverstanden? Also das wären jetzt praktisch so eine Korrektheitseigenschaft, die wir hier prüfen wollen. Also wir wollen prüfen, wenn wir mit beliebigen Eingabedaten unser Programm jetzt aufrufen, ist es dann der Fall, dass der Rückgabewert von der Suchfunktion entweder minus 1 ist oder eben das X an der entsprechenden Stelle steht. Gut, also das ist jetzt schon eine sehr große Menge von Testfällen, die wir hier gleichzeitig machen. Also wir haben beliebige Array-Einträge, wir haben beliebige Werte für P und X. Und jetzt schauen wir mal, was hier mit diesem Werkzeug, was das passiert, wenn wir das jetzt übersetzen. Also nochmal übersetzen. Ah, jetzt kriegen wir hier eine Fehlermeldung erstmal, dass das I nicht deklariert ist. Das müsste hier hinten natürlich auch anders heißen. Wie wäre die korrekte? Also was ist in dem Fall, wenn das Array-Element gefunden wurde, was haben wir dann für eine Eigenschaft, was gilt dann? Dann ist nicht AI für irgendein unbestimmtes I gleich X, sondern AR, genau. Also ersetzen wir das hier durch R. Versuchen es nochmal zu kompilieren, das ging jetzt.
Und jetzt versuchen wir das nochmal hier laufen zu lassen. Die Grenze, also wie viele Schleifendurchläufe man benötigt, setzen wir jetzt mal auf 10. Und jetzt kriegen wir eine weitere Fehlermeldung. Und zwar sagt das Werkzeug jetzt, ja, es hat einen weiteren Fehler gefunden. Und zwar bei dem Array-Zugriff hier, also an dieser Stelle hier unten. Hier war das I zu hoch. Und das haben wir ja vorher auch schon gesehen gehabt, dass das ein Grund dafür ist, dass dass wir diesen kleinen Gleichtest drin haben. Dann korrigieren wir den auch mal, dass wir da keinen Speicherzugriffsfehler bekommen. Übersetzen das Programm nochmal und schauen, was dann passiert. Und jetzt haben wir hier eine interessante Sache. Also wir haben ja eigentlich gedacht, dass das Programm müsste jetzt okay sein, aber wir bekommen immer noch einen Fehler. Wir bekommen immer noch einen Speicherzugriffsfehler in unserem Array. Und zwar hier an dieser Stelle. Und zwar sagt er hier, wenn i, das ist dieser Wert von hier oben, i kann hier den Wert minus 8 irgendwas haben, also eine sehr große negative Zahl. Und x gleich 0. Also wir haben einen sehr großen negativen Wert, für den das Programm noch nicht richtig arbeitet. Schauen wir uns das nochmal an. Was passiert hier, wenn wir für p einen sehr großen negativen Wert hätten? P war ja irgendwie beliebig hier noch. Dann wird diese Search-Methode mit dem p hier aufgerufen und wir starten hier bei diesem i gleich p bei einem sehr großen negativen Wert. Und was passiert dann? Nicht so schwierig. Also was ist, wenn wir hier mit p mit einem negativen Wert starten? Ja. Genau, man bekommt eine Array Out of Bounds Exception. An dieser Stelle, wenn man hier versucht, auf einen negativen Index in dem Array zuzugreifen, und das ist eben nicht möglich, weil das außerhalb vom Array liegt. Also können wir jetzt versuchen, das zu korrigieren. Da waren wir schon im Editor. Und was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man jetzt diesen Assume-Formalismus verwendet, also diese Möglichkeit, Annahmen zu machen über Eingabedaten. Also LAB Assume. Und was wollen wir annehmen? Wir wollen annehmen, dass dieses P nicht negativ ist. Also P größer gleich 0. Und das heißt, jetzt würde das Programm nur noch analysiert werden für Programmtexte, wo P, oder für Programmläufe, wo P größer gleich 0 ist. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir übersetzen das wieder. Dann lassen wir unser Werkzeug drauf laufen. Das braucht jetzt schon ein bisschen länger, aber stellt fest, kein Fehler mehr im Programm enthalten jetzt. Okay, und das, was Sie hier sehen, ist, dass dieses wirklich für alle Eingaben, also für alle möglichen Array-Werte, für alle möglichen Werte von p und für x durchgetestet wurde und in keinen Fällen mehr ein Fehler auftritt. Also das ist wirklich jetzt eine umfassende Aussage, dass garantiert in Ihrem Programm kein Fehler dieser Art, was Sie eben jetzt geprüft haben, vorhanden ist. Können wir mal reinschauen, das, was wir hier geprüft haben, diese Spezifikation praktisch, die ist natürlich noch nicht vollständig. Also die könnte man noch erweitern um weitere Eigenschaften, die man über das Programm zeigen möchte, aber Sie sehen zumindest mal, wie dieses Verfahren funktioniert und dass man damit eben doch von dem Prüfen von einzelnen Testfällen zu einer umfassenden Prüfung von okay. Und wie gesagt, das ist das Thema, an dem wir arbeiten. Wir versuchen da die Effizienz von diesen Verfahren zu erhöhen, die Verfahren so zu verbessern, dass sie auf sehr großen Programmen sehr stark schwanken. Es gibt kleinere Programme, wo das Verfahren zum Teil schon lange braucht, wenn man versucht, harte mathematische Eigenschaften zu zeigen. In dem Anwendungsbereich von eingebetteten Systemen zum Beispiel oder von systemnaher Software kann man damit auch Programme mit 10.000, 50.000 Zeilen Code auf Fehler durchsuchen lassen und solche Eigenschaften eben für alle möglichen Eingaben beweisen. Gut. Das ist auch dann der Abschluss von unserem Kapitel Testen. Also das war jetzt noch zu Testmethoden, die in der Industrie auch immer mehr eingesetzt werden. Also wenn Sie zum Beispiel sich Automobilsoftware anschauen, ist es so, dass da solche statischen Analysenmethoden bereits sehr
breit eingesetzt werden. Das sind häufig Verfahren, die nicht ganz so präzise sind wie das, was wir mit unserem Werkzeug, mit diesem Ansatz von Bounded Model Checking machen, aber sie können schon sehr viele Fehler viel systematischer erkennen, als wenn man nur Testen macht. Also in der Industrie nicht nur testen in bestimmten Bereichen, auch in der Chipindustrie zum Beispiel. Intel verwendet auch ähnliche Methoden, um die Chips korrekt zu bekommen. Also nicht nur testen, sondern auch solche statische Analysemethoden. Gut, soweit zu dem Kapitel Testen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Kapitel der Vorlesung, und das, in dem zwei Themenblöcke zusammengefasst sind. Einmal möchte ich noch ein bisschen was zu der Java API sagen und zum anderen ein bisschen einen Ausblick geben, was in den nächsten und das wird in die Richtung Software Engineering gehen. Also deshalb dazu auch ein paar Worte. Okay, also fangen wir an mit Java API. Was ist API erstmal? Also API steht für Application Programming Interface, das wissen Sie wahrscheinlich schon, aber was hat es jetzt mit so einer Anwendungsprogrammierungsschnittstelle jetzt auf sich? Also das ist erstmal einfach eine Sammlung von Klassen und Paketen für häufig benötigte Funktionalität. Also was Sie eben nicht wollen, ist, dass Sie ständig Routinecode, den Hunderttausende von Leuten brauchen, ganz so optimal, wie man das schreiben könnte. Also Sie wollen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Und deshalb eben bestimmte, häufig wiederkehrende Programme einfach zur Verfügung haben, und das stellt Ihnen Java eben auch zur Verfügung. Also Sie haben eben dann nicht direkt die Sprache praktisch als Schnittstelle von Java, sondern Sie können auf einer höheren Ebene einsteigen, wo Sie über Programmbibliotheken zusätzliche Funktionalität aus Java verwenden können. Also erlaubt Java-Programmierung auf gewisse Art auf einer höheren Ebene, indem Sie eben eingebaute Dinge nicht neu programmieren müssen, sondern schon verwenden können. Und diese Gesamtmenge von dieser zusätzlichen Funktionalität und wie die aufgerufen wird, das nennt sich eben API. Also es gibt es auch außerhalb von diesen Java-Standardklassen natürlich. Also Sie können Erweiterungen haben für Netzwerkkommunikation zum Beispiel oder für grafische Benutzeroberflächenprogrammierung, die eben auch eine bestimmte Schnittstelle Ihnen zur Verfügung stellen, wie Sie diese Funktionalität dann verwenden können. Okay, schauen wir uns mal an, was diese Java API zur Verfügung stellt. Und einige Dinge kennen Sie schon aus entweder Vorlesungen und wahrscheinlich noch viel mehr aus Ihren Übungen. Also wir kennen die Klasse String, die Klasse Math, Enum, Comparable, die Wrapper-Klassen für die elementaren Datentypen. Das sind alles Dinge, die Ihnen Java schon über diese API zur Verfügung stellt. Und wenn Sie mal auf diese Webseite schauen, die eben die Gesamtschnittstelle, also alle Klassen, die mit Java mitgeliefert werden, beschreibt, dann sehen Sie, dass das sehr viele sind. Das ist extrem umfangreich. Das sind, ich weiß nicht, wie viele das sind, jetzt aber hunderte von Klassen, die da mitgeliefert werden. Und die wichtigsten Pakete, die Sie einsetzen, Java Lang Bibliothek, also das Paket Java Lang, wo verschiedene Klassen drin sind, und es liefert so Standardfunktionalität von Java oder Basisfunktionalität, zum Beispiel diese Object-Basis-Klasse, String, Math, Enum, hatten wir schon gehört. Dann gibt es die Java Util, das Java Util-Paket. Darin steckt zu einem Großteil das Java Collections Framework, aber auch zusätzliche Dinge wie Zeit- und Datumsfunktionen, was man auch immer wieder ja benötigt. Und dann gibt es noch die Java Also schauen wir uns mal das Java Collections Framework ein bisschen genauer an. Auch das haben Sie vielleicht schon zum Teil verwendet, aber wir schauen, sagen wir so, uns die wichtigsten Klassen, die darin vorhanden sind, jetzt nochmal im Schnelldurchlauf an. Also erstmal, was ist das Java Collections Framework? Was sind Collections? Collections sind Sammlung von Objekten. Und mit Sammlung von Objekten wird hier sowas gemeint wie zum Beispiel ein Array oder Listen, was wir ja auch schon in der Vorlesung hatten. Aber eben verschiedene solche Datentypen, also solche Containerklassen, sind in diesem Collections Framework enthalten.
Und was bietet uns dieses Framework? Es bietet erstmal eine vereinheitlichte Sichtweise auf all diese Containerklassen. Also wir haben eine einheitliche Architektur, wie diese Daten, wie man auf diese Daten von außen zugreifen kann, wie sie manipuliert werden können. Es ist auch ein gewisser Programmierstil, der da verfolgt wird, dass man versucht, das möglichst von der, innerhalb von diesem Collection Framework, von der Implementierung zu abstrahieren. Das heißt, da sind sehr viele Interfaces vorhanden. Und insgesamt dient es dazu, natürlich ihren Programmieraufwand zu verringern, dass sie nicht immer wieder neue, zum Beispiel Listenklassen implementieren müssen, sondern die sind dann eben schon. Verschiedene Implementierungen von den Interfaces sind in diesem Collections Framework schon enthalten. Die Hauptinterfaces, die Daten steht, da gibt es als Spezialfall davon Listen, Mengen und Views zum Beispiel. Und bei Mengen gibt es nochmal eine Untervariante oder eine Mengendarstellung, wo Sie eben in der sortierten Weise über diese Menge zum Beispiel drüber laufen können. Es gibt einen Datentyp Map für Abbildungen und da auch wieder eine sortierte Variante davon. Und die schauen wir uns jetzt mal der Reihe nach ein bisschen an. Also erstmal diese allgemeine Klasse hier. Was kann man denn überhaupt noch auf so einer abstrakten Ebene anfangen? In so eine Collection, wo man gar nichts praktisch weiß, wie die Daten da drin gespeichert sind. Aber es gibt auch einige Dinge, die eben in so ein Interface reingepackt werden können. Also erst einmal allgemein, alle Collection-Interfaces sind generisch. Also das heißt, dieser Basistyp, von dem die Elemente innerhalb von diesem Container oder dieser Collection sind, der wird immer über so einen Typparameter angegeben. Also hier E für Element. Und solche Collections sind eben eine abstrakte Sache. Also es wird, man kann sehr wenig Annahmen machen auf dieser abstraktesten Ebene von Collection, wie die Dinge darin gespeichert werden. Also so eine Collection trifft keine Aussage darüber, ob die Elemente irgendwie angeordnet sind. Das sind alles Dinge, die praktisch wegabstrahiert sind, sondern die erstmal, wo alles praktisch noch passieren kann. Also entweder geordnet oder nicht geordnet, Duplikate oder nicht. Und das Collection verwendet man eigentlich dann, wenn man möglichst wenig Einschränkungen haben möchte bezüglich irgendwelchen diesen Container-Datenstrukturen. Also wenn Sie eine eigene Methode schreiben, die eben mit beliebigen Container Darstellungen arbeiten können soll, also sowohl mit Listen als auch mit Arrays, als auch mit anderen Dingen, dann würden Sie diese Collection verwenden. Hat man schon gesehen, Set, List und Queue sind bestimmte Unterinterfaces von dieser Collection, also sind, da wird dann genau spezifiziert, wie, die, wie diese Dinge auf dem Computer repräsentiert sind oder welche Eigenschaften sie haben. Aber jetzt schauen wir uns als erstes mal dieses Collection-Interface an. Und wie gesagt eben, was können wir allgemein aussagen über so eine Collection, wenn wir gar nichts wissen zur Implementierung, zur Sortierung und sonstigen Dingen. Size-Methode, das ist was ganz Allgemeines. Also irgendwie festzustellen, wie viele Elemente in unserem Container, in unserer Collection gespeichert sind. Das ist ganz unabhängig von der Darstellung und Sortierung oder sonstigen Dingen. Also eine Size-Methode, eine isEmpty-Methode, die hängt damit stark zusammen, wo wir prüfen können, ob die Größe eben 0 ist. Dann gibt es hier Methoden, um zu prüfen, ob ein Element enthalten ist. Wir können Elemente zufügen zu der Collection, das liefert uns ein Boolean zurück, das angibt, ob das Element wirklich neu eingefügt wurde oder nicht. Dann haben wir eine Remove-Methode, die uns auch wieder hier ein Boolean anzeigt, ob das Element vorhanden war oder nicht, also um ein Element rauszulöschen. Dann gibt es ein Iterator, mit dem wir über diese Collection drüber laufen können. Da sieht man auch, dass das Iterator eben ein sehr abstraktes Konzept ist. Das sagt uns jetzt gar nichts darüber aus, wie die Dinge konkret implementiert sind, sondern wir haben einfach abstraktes Konzept Iterator. Wir können irgendwie über die Elemente dieser Collection laufen. Genau, dieser Iterator, der hat dann eben diese Next- und Has-Next-Methoden. Add und Remove, die auf ganze Mengen prüfen können, also Contains All, nimmt als Argument wieder eine Collection und prüft,
ob eben alle diese Elemente in unserem This-Objekt enthalten sind. AddAll fügt mehrere Elemente dazu, RemoveAll löscht mehrere Elemente. Mit Clear können wir das Ganze zurücksetzen und wir können das auch in ein Array konvertieren mit zwei verschiedenen Methoden. Okay, also soweit zum Collection Interface. Es gibt jetzt hier noch so ein paar komische Sachen in diesem Interface, die man sich überlegen könnte. Also manche Sachen sind vielleicht naheliegender, andere nicht. Aber schauen wir uns mal die Dinge an, die vielleicht etwas überraschend hier sind. Also wir sehen bei dieser Add-Methode, von unserer generischen Klasse. Das heißt, wir können mit Add nur passende Elemente dazufügen. Bei dieser Contains-Methode, da steht jetzt hier Object dran. Also das ist was Allgemeineres. Wir können damit nicht nur prüfen, ob Elemente von diesem Elementtyp, die wirklich gespeichert sind, enthalten sind, sondern auch von anderen Elementen. Gut, da ist die Frage, wozu man sowas braucht. Warum schreibt man nicht einfach hier hin Contains E-Element, also diesen Typparameter E? Könnte man machen, das hat in erster Linie historische Gründe und macht es vielleicht ein bisschen flexibler, also man versucht es immer möglichst allgemein zu schreiben, dass selbst wenn man jetzt hier mit einem Element von einem anderen Typ testet, klar, das ist dann natürlich nicht enthalten, das weiß man dann schon im Voraus praktisch, aber das ist hier eben auch zugelassen und ähnlich bei Remove, also wenn das nicht vom passenden Typ ist, dann machen die Funktionen praktisch bei Remove gar nichts und bei Contains wird eben immer falsch zurückgegeben. Dann haben wir hier noch diesen Fragezeichen-Operator hier oder diese Fragezeichen. Und auch hier könnte man sich wieder fragen, können wir das nicht, würde nicht reichen, hier bei diesem Contains All zu prüfen, ob das hier einfach wieder vom passenden Typ E ist, also Collection mit Elementen von demselben Typ wie die Collection, die wir uns gerade anschauen. Und das ist an der Stelle auch wieder ähnlich wie bei diesem Contains, also wo wir hier Object zulassen wollten, wollen wir hier praktisch auch was Ähnliches zulassen, sowas wie Collection Object, aber da verwendet man an dieser Stelle eben diesen Fragezeichen-Operator, um anzuzeigen, dass hier beliebige Elementtypen möglich sind. Und dann sehen wir hier auch noch einen Fall, den hatten wir, glaube ich, schon gesehen in der Forschung früher. Also hier kann man bei diesem AddAll, haben wir gesehen, hier oben wird das E verwendet, hier unten kann man, man würde vielleicht vermuten, Collection E steht hier, aber das ist hier wieder noch etwas allgemeiner gemacht, dass man eben nicht nur Collections von diesem Elementtyp E zulässt, sondern auch von abgeleiteten Klassen von E. Also dieser Typ hier kann praktisch ein beliebiger abgeleiteter, also eine Collection mit einem beliebigen von E abgeleiteten Elementtyp sein. Gut. Dann hier unten, das ist auch vielleicht ein bisschen überraschend, also hier diese erste Methode, toArray, die verliert praktisch die Typinformationen, da bekommen Sie einfach ein ObjectArray zurück. Und dann gibt es hier noch die zweite Methode, toArray, und die liefert, ja, oder genau, das kann vielleicht von Ihnen jemand erklären, die hat ein bisschen einen komischen Typ hier, diese Methode, aber was soll die wohl machen? Vielleicht fangen wir mal hier vorne an. Dieses T in eckigen Klammern, wissen Sie noch, was das bedeutet? Also das ist auch nochmal irgendwie so ein Typparameter, den man hier verwenden kann. Also es ist nicht das E, sondern hier wird nochmal ein weiterer Typparameter verwendet. Und das ist praktisch hier eine polymorphe Methode, die wir hier deklarieren. Und diese toArray liefert dann ein Array vom Typ T zurück und hat dann aber auch nochmal so ein komisches Argument hier. Also die erste Frage, die man sich stellen könnte, ist, warum wird hier nicht einfach E verwendet? Also dass, wenn man das in ein Array konvertiert, dass dann hier eben ein Array vom Typ E zurückgeliefert wird. Das ist einfach der Grund, dass es auch wieder, dass man sich da nicht zu stark einschränken wollte, sondern auch Konvertierungen erlaubt, die eben einen ganz neuen Elementtyp hier dann verwenden in dem Array. Die Frage ist dann, die noch bleibt, warum haben wir hier diesen komischen Parameter E, A
Und dieser Parameter, der wird innerhalb von der Methode, wenn Sie sich das anschauen, eigentlich auch gar nicht verwendet. Also mit dem A wird gar nicht gearbeitet. Die Typinformation. Und das Problem ist, dass wenn Sie, was man eigentlich schreiben wollte hier in Java, wäre, dass man gar keinen Parameter angibt. Also dass man so wie hier oben einfach toArray mit leerer Argumentliste schreibt und dann diese Methode eben das passende Array von Typ T zurückliefert. Aber das geht in Java nicht. Der Java-Compiler, der kann nicht diese Typinferenz durchführen und rausfinden im Programm, was dieses T so ein Typ haben soll. Deshalb muss man dem praktisch helfen, indem man hier so ein Hilfsargument noch mitgibt, das aber nur dazu dient, den Typ anzugeben, von dem nachher dieses Rückgabe-Array sein soll. Also das ist eine gewisse Unschönheit von Java, dass man da solche Tricks braucht. Das ist in anderen Programmiersprachen, in C-Sharp zum Beispiel, das ist ein bisschen ähnlich wie Java, ist es anders gelöst. Da bräuchte man dieses... Okay, also das sind so ein paar spezielle Dinge, die hier in diesem Interface auftauchen. Das sehen Sie, das ist allgemein. Die Java-Entwickler haben versucht, das so allgemein wie möglich zu halten, dieses Interface. Und sind eben jetzt hier die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die eben eine so eine ganz abstrakte Collection, eine Ansammlung von Daten desselben Typs ausmacht. Gut, in manchen Fällen reicht das schon, da muss man gar nicht viel mehr wissen über einen Container, aber in anderen Fällen reicht es eben noch nicht. Und was man dann macht, ist, dass man dann eben sich diese Subinterfaces von Collection anschauen kann. Hat man schon gesehen, da gibt es die Liste, es gibt Set und Sorted Set. Unter anderem Liste ist das, was man erwartet, eine geordnete Darstellung oder ein geordneter Container. Liste kann natürlich auch Duplikate enthalten und der Zugriff auf Elemente kann mittels eines Index. Eine einfach verkettete Liste war schrittweise durchzugehen, doppelt verkettete Liste auch wieder zurück. Aber es gab nicht die Möglichkeit, so direkt auf ein bestimmtes Element zuzugreifen. Dazu musste man immer durch die Liste durchgehen. Das ist aber trotzdem hier in diesem Listeninterface mit enthalten. Ist dann eben bei einer Standardlistenimplementierung mit ein bisschen höheren Laufzeitkosten verbunden. Andererseits, Index kennt man natürlich auch aus Arrays und da gibt es eben hier auch diese Variante, die im Java Collections Framework mitgeliefert wird, eine Array-List, die intern ein Array verwendet zur Repräsentation der Liste. Und da kann man natürlich auch wieder dann diesen Zugriff auf ein bestimmtes Element sehr schnell machen. Also Liste haben wir, Set, E, auch mal immer ganz praktisch, wenn Sie Mengen darstellen wollen und nicht Listen, was ist der Unterschied? In Mengen können keine Duplikate vorkommen. Das heißt, wenn Sie zweimal den Wert 3 reinschreiben, dann ist in Ihrer Collection trotzdem nur einmal der Wert 3 gespeichert, so wie eben standardmathematische Mengen sich auch verhalten. Also das modelliert mathematische Mengen, wo Werte nur einmal oder maximal einmal vorkommen können. Implementierungen gibt es auch gleich. 2, Hashset und Tree, wie die eben internen dargestellt werden können. Dann gibt es noch ein Sorted Set, ähnlich wie bei dem Set, eben auch keine Duplikate. Diese Menge ist aufsteigend sortiert und Sie können eben mit diesem Iterator, den Ihnen die Collection zur Verfügung stellt, also jede Collection, deshalb auch speziell Sorted Set, können Sie eben drüber laufen und bekommen dann die Elemente in aufsteigender Reihenfolge geliefert. Kann auch manchmal ganz praktisch sein. Dazu gibt es auch eine Implementierung für dieses Interface, das nennt sich TreeSet. Okay, also Listen, Mengen, sortierte Mengen haben wir dann. Was kann man sonst noch brauchen manchmal? Abbildungen, also so eine Repräsentation von Funktionen. Und dazu gibt es das Interface Map mit 2 Typparametern, K und V. Und das soll modellieren eine Funktion von mehr oder weniger Menge oder von dem Typ K nach V. Verwendet als Buchstabe. Das steht für Schlüssel, also im Englischen Key, und V für Werte oder Value im Englischen. Also Schlüssel werden auf Werte abgebildet. Das sind auch so zwei, oder Schlüssel ist da ein feststehender Begriff, auch in dem Zusammenhang in der Informatik. Gut, was haben wir jetzt an Eigenschaften von dieser Map? Eigentlich die Funktionseigenschaften, die man aus der Mathematik auch erwarten oder kennt und erwarten würde, haben wir auch. Also eine Map enthält keinen Schlüssel mehrmals, weil ja eben ein Funktionswert
oder ein Argument nicht auf mehrere verschiedene Werte abgebildet werden kann auf Funktion und jeder Schlüssel bildet auf höchstens einen Wert ab. Also wir können nicht mit einer Funktion die 5 auf die 7 und gleichzeitig auf die 9 abbilden. Also das sind einfach die Standardfunktionseigenschaften oder die Implementierung von diesem Interface erfüllen müssen. Schauen wir uns auch wieder das Interface mal an. Also wir haben hier diesen Interface Map mit zwei Typvariablen, K und V, für Keys und Values, also Abbildungen von K nach V. Wir können neue Einträge in die Liste einfügen mit Put. Also können wir angeben, der Wert Key soll auf Value abgebildet werden. Mit Get können wir uns den Funktionswert anschauen von einer bestimmten Stelle, also von einem bestimmten Key. Wir können auch einen Funktionswert wieder rausnehmen, der ist dann undefiniert und gibt dann 0, wenn der Schlüssel enthalten ist. Und wir können prüfen, ob ein bestimmter Wert enthalten ist in unserer Funktion. Wir können die Größe bestimmen, prüfen, ob es leer ist. Wir können mehrere Werte auf einmal dazufügen. Alle Funktionswerte praktisch auf undefiniert setzt, dass die nicht definiert sind. Wir können die Menge aller Schlüssel bekommen mit KeySet-Methode und wir können die Menge aller Werte, die okay, also eigentlich sind es endliche Abbildungen. Man hat eine endliche Wertemenge, die auf eine endliche Schlüsselmenge, die auf eine endliche Wertmenge abgebildet wird. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an, wie man das kann. Und hier verwenden wir eine Treemap als Implementierung. Aber im Grunde müssen wir über diese Treemap gar nicht wissen, wie die implementiert ist, sondern nur das Interface eben korrekt anwenden. Also, wir wollen hier speichern in einer Abbildung, für Berge, wie hoch diese Berge sind. Angegeben sein in Metern. Also legen wir so eine Variable Mountains an, die hat den Typ MapStringInteger. Erzeugen wir eine neue konkrete Implementierung von diesem. Dann eben hier verwenden ist einfach nur das Interface. Also es ist ja auch was ganz Typisches, dass Sie, also bei New müssen Sie konkrete Implementierung angeben. Die Variable, die Sie hier dann deklarieren, hat aber im Normalfall nur den Typ vom Interface. Also Sie wollen da nichts über die konkrete Implementierung annehmen, sodass Sie dann zum Beispiel auch die Implementierung austauschen könnten durch eine andere. Also das ist auch so eine Flexibilität, die man sich da erhalten möchte. Okay, dann wollen wir hier mal testen und diese Map oder mit der arbeiten und dazu fügen wir in diese Map drei Einträge ein mit Put, Mount Everest mit 8848 Metern, also Key Value. Das heißt, wenn wir das eingefügt haben, wird Mount Everest auf 8848 abgebildet in dieser Map. Dann fügen wir noch K2 und Lhotse dazu und dann können wir ein paar Dinge darauf prüfen. Also man könnte zum Beispiel prüfen, ist Lhotse enthalten in dieser Abbildung. Das prüfen wir mit dieser ContainsKey-Methode. Liefert uns natürlich true. Dann mit get bekommen wir den Wert, auf den dieses Element abgebildet wird von der Funktion. Also auf was wird K2 abgebildet? Das ist die Höhe hier eben 8611, die man dann da zurückbekommt. Wenn wir jetzt versuchen, von einem Wert, der nicht in dieser Abbildung gespeichert ist, die Höhe rauszufinden, dann kriegen wir eben 0 zurück als Rückgabewert, wenn dieser Wert nicht enthalten ist. Noch prüfen mit Contains Key, ob dieses Zugspitze überhaupt in der Abbildung gespeichert wird. Dann mit Remove können wir es rauslöschen aus dieser Abbildung. Dann zum Beispiel die Größe ausgeben und uns eine Liste von allen oder eine Menge von allen möglichen Werten, also den Wertebereich der Funktion hier ausgeben lassen. Okay, was es auch noch gibt, ist noch eine Klasse mit Hilfsmethoden oder mit bestimmten schon vorhandenen Algorithmen, um mit Collections zu arbeiten. Und die Klasse nennt sich sehr ähnlich, die heißt nicht Collections, sondern Collections, also Plural. Und diese Collections-Klasse enthält Algorithmen, die als statische Methoden da drin programmiert sind, um mit einer Collection zu arbeiten. Da gibt es unter anderem eine Disjoint-Methode, die prüft, ob alle Elemente
in Collection C1 unterschiedlich sind von den Elementen in C2. Das braucht man, ja, kann man auch manchmal brauchen. Was man vielleicht häufiger brauchen kann, ist diese Frequency-Methode, die zählt, wie oft ein bestimmtes Element in der Collection vorkommt. Also Sie können hier eine Collection übergeben und ein Objekt, und Frequency zählt dann, wie oft es darin enthalten ist. Es gibt eine Reverse-Methode, die jetzt nicht allgemein ist. Es gibt eine Replace-All-Methode, die sämtliche Werte in einer Liste, oder sämtliche Einträge, die diesen Wert haben, ersetzt durch einen neuen Wert. Es gibt eine Sortiermethode. Den Typ, den schauen Sie sich mal zu Hause an, den wir haben. Das ist ähnlich wie mit diesen Comparable-Methoden, die wir uns früher schon angeschaut hatten, ein bisschen komplizierter. Und es gibt hier noch eine zweite Sortiermethode, wo man diesen Vergleichsoperator, bezüglich dem die Liste sortiert werden soll, explizit mit angeben kann. Gut. Ein anderer wichtiger So, im Normalfall werden Sie diese Basisdatentypen gar nicht mehr selber programmieren, sondern Sie nehmen das, was Java Ihnen da zur Verfügung stellt. Und die Dinge sind häufig ähnlich programmiert wie das, was wir in der Vorlesung hatten. Also Listen hatten wir uns angeschaut. Die sind in diesen Java Collections relativ ähnlich implementiert wie das, was wir in der Vorlesung gesehen hatten. Gut, dann kommen wir zu dem dritten Paket, was ich noch vorstellen wollte. Java I.O. für eine Ausgabe. Also enthält Klassen zur einen Ausgabe durch Datenströme und Dateien. Sie wollen aus einer Datei was rauslesen, in der Datei was schreiben. Sie wollen eventuell übers Netzwerk irgendwie was lesen oder übers Netzwerk was schreiben. Das geht mit diesem, mit Klassen aus der Java I.O., aus dem Java I.O. Paket. Da gibt es eine relativ große Ansammlung von verschiedenen Klassen hier mit unterschiedlichen Varianten, wie die Datei interpretiert wird. Es gibt einmal die Möglichkeit, bytebasiert auf eine Datei oder so auf einen Datenstrom zuzugreifen. Das heißt, wenn Sie aus so einem bytebasierten Strom oder rauslesen aus einer Datei, dann liefert die Ihnen eben Bytes, also einzelne 8-Bit-Werte zurück, die der Reihe nach eben aus der Datei kommen. Und dazu gibt es die Klassen Input-Stream und Output-Stream. Das sind also Byte-Streams. Es gibt File-Input-Stream, File-Output-Stream. Also da sieht man im Namen, das ist, um Dateien zu lesen und zu schreiben. Das hier oben ist so eine abstrakte Basisklasse für verschiedene Inputs und Output-Streams. Dann gibt es zeichenbasierte Möglichkeit, auf Dateien zuzugreifen. Die liefern Ihnen dann unter Umständen Unicode, also aber Character zurück. Das ist schon ein bisschen abstrakter oder häufiger das, was man benötigt. Also in vielen Fällen möchte man nicht byteweise auf eine Datei zugreifen, was man im Normalfall macht, wenn eben Binärwerte da drin gespeichert sind, aber häufiger hat man eben mit Textdateien zu tun oder XML, also XML-Dateien zum Beispiel, und da möchte man eher zeichenbasiert lesen. Dazu gibt es dann andere Klassen, die heißen hier Reader und Writer oder Input Stream Reader und Output Stream Writer, und dann gibt es auch noch die File-Varianten, also File Reader und File Writer. Und dann gibt es noch von diesen Klassen hier Varianten, die effizienter arbeiten, indem sie so im Speicher einen zusätzlichen oder so einen Zwischenspeicher anlegen, einen Datenpuffer. Und der Grund dafür ist, dass eben auf diesen Datenpuffer schneller zugegriffen werden kann. Also heutzutage ist es vielleicht nicht mehr ganz so extrem, wenn Sie zum Beispiel so eine SSD in Ihrem Rechner drin haben, da geht der Zugriff auch sehr schnell drauf. Aber mit einer normalen Festplatte ist es so, dass der Rechner häufig sehr lange warten muss, bis die Eingaben von der Festplatte zur Verfügung stehen. Um das eben zu vermeiden, dass man zum Beispiel einfach, wenn man jetzt so byteweise liest, jedes Mal eben ein Byte von der Festplatte sich praktisch bestellt und dann, wenn man das nächste Byte braucht, wieder die Festplatte sagt, jetzt das nächste Byte bitte wieder suchen, muss da der Schreiblesekopf erst wieder warten, bis das die passende Stelle gefunden ist. Das kann relativ lange dauern eben. Und was man dann eben machen kann, ist, dass man so einen Zwischenspeicher verwendet. Das heißt, man liest eben nicht nur ein einzelnes Byte ein, sondern man liest gleich größere Blöcke auf einmal ein. Also 64 Kilobyte oder 4 Kilobyte oder vielleicht sogar ein ganzes Megabyte, wie man mit sehr großen Dateien zu tun hat. Und kann dann eben die Laufzeit dadurch verkürzen, dass man nur einmal einen großen Block abholt
und dann alle den im Zwischenspeicher ablegt und die darauffolgenden Zugriffe dann sehr schnell gehen. Also mit Puffer gibt es dann Buffered Input Stream, Buffered Output Stream für diese Byte-basierten Varianten. Es gibt Buffered Reader und Buffered Writer für die Character-basierten Varianten. Und im Normalfall bietet es sich eigentlich auch immer an, diese Buffered-Dinge zu verwenden. Die sind einfach performanter. Gut, dann schauen wir uns kleine Beispiele an, wie man damit was programmieren kann. Ein Beispiel zum Lesen, eins zum Schreiben haben wir hier. Also wir wollen Zeichen von der Standardeingabe, ist ein bisschen einfacher, als wenn wir auf eine Datei, von der Datei lesen, in einen String einfach einlesen und mit dem dann irgendwie weiterarbeiten. Wie machen wir das? Wir brauchen erstmal den String, den wir einlesen wollen. Dann verwenden wir so einen Input-Stream-Reader. Hier ein Byte-basiert oder Character-basiert. Hatten wir gerade auf der letzten Folie, Input-Stream-Reader. Lesen wir da Bytes oder Character raus. Na, wer weiß es noch? War also die letzte Folie. Ich muss sie wieder aufwecken, stelle ich fest. Aber das schauen wir einfach nochmal nach, was es hier war. Okay, gleich ist es wieder weg und dann müssen Sie es beantworten. So, also Input Stream Reader. Byte oder Character. Character, ja, also, was machen wir? Erstmal so einen Input Stream Reader anlegen. Der soll einfach von der Standardeingabe, also von der Tastatur lesen. Dann lesen wir hier einzelne. Bekommen Sie hier als Charakter minus 1 zurückgeliefert. Das ist auch ein Grund, warum man hier zum Beispiel Integer verwendet und nicht Charakter, damit man eben diesen Sonderfall Dateiende noch vernünftig darstellen kann. Dann hängen wir das an den String hinten dran und so lange, bis wir fertig gelesen haben. Also das ist relativ einleuchtend. Schreiben von Zeichen auf die Standardausgabe geht relativ ähnlich. Da nehmen wir einen Output Stream Writer, also auch wieder Character. Also der soll diesmal auf Standardausgabe schreiben und wenn wir dann diesen String von oben wieder ausgeben wollen, können wir da eben auch jetzt zeichenweise drüber gehen über unseren String und mit Output Stream Writer Write Methode das entsprechende Zeichen ausgeben, also auch wieder zeichenbasiert jetzt. Und am Schluss kann man nochmal zum Beispiel so einen Flush machen, damit sichergestellt ist, dass die Daten wirklich rausgeschrieben sind. Auch da ist es so, dass zum Teil das Betriebssystem das eben nicht sofort macht, wenn so eine Write-Methode aufgerufen wird. Programmiert. Und diese Schemas, die nennt man im so übliche Techniken oder gute Techniken, wie man objektorientiert programmieren kann. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von diesen Entwurfsmustern, unter anderem auch Decorator. Jetzt sieht man das, genau. Ein sogenanntes Decorator-Design-Pattern. Und dieses Decorator, die Java-Programmierer eben für die Ein-Ausgabeklassen verwendet. Also dieses ganze Thema Design-Patterns, das kommt später in Ihrem Studium noch, in Software-Engineering-Vorlesungen zum Beispiel, werden Sie dazu mehr hören. Und nachher sage ich da auch nochmal ein Wort dazu. Also, was ist dieses Design-Pattern-Decorator? Was soll damit erreicht werden? Das dient dazu, zusätzliche Funktionalität zur Laufzeit zu einzelnen Objekten hinzuzufügen. Und das schauen wir uns vielleicht am besten mal an einem Beispiel an. Also, wir haben diesen File-Output-Stream. Der erlaubt byteweises Schreiben in die Datei. Also jetzt kein Reader, sondern kein Writer, sondern ein Output-Stream, also byteweises Schreiben. Und der liefert einfach so eine Basisfunktionalität, um Dateien rauszuschreiben.
Und wenn man jetzt aber diesen Stream ergänzen möchte um weitere Funktionalitäten, dann kann das eben mit diesem Decorator-Pattern erreicht werden. Und eine Erweiterung, die man haben kann, die hat man schon gesehen, das kann dieses Puffern sein von Ausgabedaten. Also man möchte jetzt diese Variable hier von oder diesen Ausgabestream hier so modifizieren oder erweitern, dass der eine Pufferung der Daten vornimmt. Und das wird dann so gemacht, dass man einfach um diesen Output-Stream herum nochmal so einen Buffered-Output-Stream anlegt. Also Buffered-Output-Stream-Objekt wird angelegt, das kriegt unseren bisherigen Output-Stream als Argument und liefert dann einen Buffered-Output-Stream zurück, der aber auch wieder von derselben Klasse ist. Das heißt, wir haben aus einem Output-Stream dadurch wieder ein Objekt vom Typ Output-Stream gemacht, das aber neue Eigenschaften hat. Also es hat zusätzliche Eigenschaften zu diesem oberen Output-Stream-Objekt. Wir haben hier nämlich diese Pufferung dazugefügt. Und es gibt noch weitere Dinge, die man auch ähnlich noch dazufügen könnte. Was es zum Beispiel noch gibt, ist, es gibt so einen Deflator-Output-Stream noch. Also der soll dazu dienen, um Dateien komprimiert rauszuschreiben. Und auch hier kann man jetzt praktisch einfach wieder dann zu dem gegebenen Output-Stream obendrauf nochmal eine zusätzliche Eigenschaft setzen. Also Sie wollen nicht nur einen Standard-Output-Stream, sondern einen, der gepuffert ist und auch noch gleichzeitig, dass die Datei komprimiert geschrieben wird. Und dann nehmen Sie eben Ihren bisherigen Output-Stream her und setzen wieder so eine zusätzliche Zeile obendrauf, was eben diese Kompressionsfunktionalität bereitstellt. Mit New legen Sie sowas an, Buffered Output Stream als der bisherige als Argument und Sie bekommen dann hier ein Objekt zurück, wieder vom Typ Output Stream, aber eben nochmal mit zusätzlichen Eigenschaften. Und diese Möglichkeit, dass man eben ausgehend von so einem Basisobjekt über andere Objekte, die man da praktisch noch drauf schachtelt, Funktionalität hinzufügen kann, das nennt sich eben Decorator Pattern. Und das sind so Best Practices oder wo die Erfahrung gezeigt hat, das sind ganz nette Implementierungstechniken, wie man sowas machen kann. Und die nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Fällen gut funktionieren können. Und solche Techniken eben, wie man objektorientiert gut sauber programmiert, die sind eben in solchen Design Patterns zusammengefasst. Das ist schon ein bisschen von der Architektur beeinflusst, wo man eben auch in der Architektur gewisse Erfahrungswerte hat, wie bestimmte Gebäudetypen gebaut werden sollen und wo man dann auch solche Design-Patterns dann eben entwickelt hat. Also wenn Sie jetzt einen Flughafen oder sowas bauen sollen, wie sollen Sie dann vorgehen, so einen Flughafen zu bauen? Dann gibt es da eventuell für Teilaufgaben eben solche Design-Patterns, wie das zu machen ist. Und ähnlich dann eben hier, dass man auch in der Software dann solche Standardverfahren hat, die gut funktionieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie im Normalfall, wenn Sie sowas programmieren und jemand anders erklären wollen, wie Sie das implementiert haben, da relativ viel reden müssen. Sie müssen sagen, ja gut, ich habe mir da irgendwie überlegt, wie ich zusätzliche Funktionalität zu einem bestehenden Objekt hinzufügen kann und habe das dann so und so implementiert und da kann man dann nett auch gleich mehrere Eigenschaften mit mehreren solchen zusätzlichen Klassen dazufügen, kann relativ aufwendig sein, wenn man sich noch kompliziertere solche Entwurfsmuster auch anschaut. Und wenn die, sagen wir mal, so ein bisschen standardisiert sind, und es gibt da so ein Dutzend von solchen Standard-Design-Patterns, dann müssen Sie Ihrem Kollegen einfach nur sagen, ja, ich habe jetzt hier das Design-Pattern Decorator verwendet, und wenn Sie davon ausgehen, dass er das auch kennt, dann weiß er sofort, wie Sie das implementiert haben. Also gute Techniken, die etabliert sind, gehören zu diesen Design Patterns und sie vereinfachen auch die Kommunikation, wie bestimmte Implementierungen vorgenommen wurden. Okay, das ist eigentlich schon alles, was ich zu der Java API sagen wollte. Sie werden an verschiedenen anderen Stellen in der Java API oder können Sie auch noch andere Design Patterns finden, die da verwendet wurden. Also Model View Controller ist ein sehr verbreitetes, was auch in Java eingesetzt wird, aber noch eine ganze große Reihe von anderen Design Patterns sind da drin. Hören Sie möglicherweise später in Ihrem Studium noch was dazu oder Sie schauen sich einfach mal die Java API an. Eventuell schauen Sie auch in den Source Code rein, mal wie die Leute das programmiert haben. Bei OpenJDK können Sie den Source Code sich auch direkt anschauen, wie alle Klassen implementiert sind und
kann man auf diesem Weg dann auch einiges lernen zu Implementierung und zu gutem Programmieren. Gut, zum Schluss der Vorlesung möchte ich noch ein bisschen was zu Softwaretechnik sagen. Das ist ein bisschen ein Ausblick auf die nächsten Vorlesungen, die Sie in den nächsten Semestern hören werden, die mit Programmieren zu tun haben. Also was ist Softwaretechnik? Das ist ein bisschen Unterschied zu der Vorlesung Programmieren, die wir bisher hatten. In dieser Vorlesung ging es um im Programmieren im Kleinen. Also es ging darum, erstmal die Basis Programmieren zu lernen und das eben nicht an sehr großen Programmierprojekten, sondern kleinen Beispielen. Die Frage ist dann, reicht es auch, was Sie jetzt wissen, schon um große Systeme zu entwickeln? Gute Frage, aber also im Prinzip ja, eigentlich wissen Sie inzwischen fast alles, was Sie brauchen, um auch größere Programme schreiben zu können, aber es kommen bei großen Programmen natürlich noch weitere Aspekte dazu und da können gewisse Problemkreise, die man bei kleineren Programmen noch nicht so hat, können da noch auftauchen. Zum Beispiel Wartbarkeit. Wenn Sie ein großes Programmsystem schreiben, dann müssen Sie irgendwie sicherstellen, weil das über einen längeren Zeitraum auch entwickelt wird, dass das irgendwie wartbar bleibt. Dass, wenn Sie zukünftige Änderungen dran machen wollen, dass das noch in vernünftigem Zeitaufwand hinzubekommen ist. Sie haben häufig auch verschiedene Komponenten, die zusammenspielen müssen. Häufig sind die von verschiedenen Teams entwickelt. Das heißt, sie haben ein viel größeres Problem, die Schnittstellen zwischen diesen einzelnen Komponenten sauber hinzubekommen und die auch abzustimmen mit anderen, was benötigt wird. Also da spielt zum Beispiel, wie sie ein Interface schreiben oder dass sie überhaupt Interfaces verwenden, spielt hier eine große Rolle. Und Kommunikation zwischen den einzelnen Teams ist auch wichtig. Also wie gesagt, bei größeren Programmieraufgaben arbeiten Sie fast immer in einem Team oder findet die Programmentwicklung auch in einem Team statt und das sind eben Dinge, die Sie jetzt bisher in der Programmieren-Vorlesung so noch nicht kennengelernt haben. Und das war nicht unbedingt wünschenswert, also Sie wurden eher dafür bestraft, wenn Sie wirklich im Team programmiert hatten und da eine Abgabe hatten, wo Sie zu zweit oder zu dritt dann als Team gearbeitet hatten. Aber das wird sich dann ändern in den kommenden Semestern. Da werden Sie auch Vorlesungen dann hören, in denen Sie, oder gibt es Veranstaltungen, in denen Sie auch im Team programmieren. Und da spielt das Software Engineering dann eine Rolle. Und man kann das dann zum Beispiel so definieren. Das ist die Anwendung von systematischen und messbaren oder, Ansätzen, um Software in der Entwicklung, im Betrieb und in der Wartung von Software und die, das heißt Anwendung von Ingenieursmethoden zur Software, also das heißt, man soll nicht mehr so programmieren, dass man das eher wie so eine Kunst begreift oder wo man irgendwie versucht, ein möglichst schönes Programm irgendwie zu schreiben, das darf man natürlich auch, aber es soll eben praktisch ingenieursmäßig Programme entwickelt werden, das heißt mit einer bestimmten Qualitätssicherung, mit einer bestimmten standardisierten Vorgehensweise. Gut, ich möchte hier jetzt noch so ein paar Dinge zusammenstellen, die für die Programmentwicklung in größeren Projekten wichtig sein können. Da hat sich auch im Laufe der Jahre haben sich da bestimmte Techniken eben rauskristallisiert, ähnlich wie diese Design Patterns. Aber diese Dinge hier sind vielleicht noch ein bisschen grundlegender. Das sind so wichtige objektorientierte Designprinzipien. Also wenn Sie ein größeres System schreiben wollen, da haben Sie ja sehr viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Software strukturieren wollen oder wie Sie da rangehen. Und da gibt es eben auch bestimmte Dinge, die Ihnen die Arbeit ein bisschen erleichtern, zu einer guten Implementierung, zu einem guten Entwurf zu kommen, die eben diese Eigenschaften bezüglich Wartbarkeit und gute Kommunizierbarkeit mit anderen Leuten im Team erfüllt. Und, also diese fünf Punkte hier, die sind alle relativ komplex. Also ich kann da jetzt nicht zu allen ins Detail gehen, ich möchte bloß ganz kurz anreißen, was es damit auf sich hat. Diese Prinzipien, die sind auch unter dem Namen Solid zusammengefasst, also Solid-Prinzipien, weil die eben stabile Software auch erreichen sollen. Und dazu gehört zum Beispiel dieses Single Responsibility Principle. Das heißt, Sie sollten im Prinzip, also Sie sollten nicht zu große Klassen schreiben, also eine Klasse, genau eine Funktionalität oder eine Verantwortung haben.
Und das ist hier sogar wirklich in, sagen wir, in der ursprünglichen Formulierung von diesem Single Responsibility Principle sehr eng gefasst. Die verstehen unter Verantwortung, dass es nur einen Grund geben sollte, eine Klasse zu ändern. Das ist natürlich auch wieder alles ein bisschen schwammig. Was heißt ein Grund, eine Klasse zu ändern? Also was sie meinen damit, ist ein bestimmter Anlass. Und wenn sie zum Beispiel, sag mal, Klasse haben, die zum Beispiel gleichzeitig grafische User-Interface-Elemente enthält und gleichzeitig Elemente, die eben gar nichts mit dem grafischen User-Interface zu tun haben, dann wäre das was, was man als zwei Verantwortungen dieser Klasse sehen würde. Einmal eben grafische Darstellung auf dem Bildschirm, einmal irgendwelche Basisdaten zu speichern. Und dieses Single Responsibility Principle würde sagen, dass man sowas vermeiden sollte, dass man das dann in dem Fall aufteilen sollte in zwei Klassen. Eine, die eben die eigentlichen Daten speichert, die auf dem Bildschirm dargestellt werden sollen, und die andere Klasse, die sich um die Ausgabe kümmert. Dann gibt es Open-Close Principle. Klassen sollten Erweiterungen erlauben, ohne dabei ihr Verhalten zu ändern. Oder wir sagen auch, sie sollten offen für Erweiterungen, aber geschlossen für Modifikationen sein, was auch ein bisschen komisch sich anhört. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich, dass man praktisch keine Annahmen machen sollte über die Klassenhierarchie, wie die in Zukunft noch erweitert werden könnte. Und der Code, den man einmal implementiert hat, der sollte so implementiert sein, dass der auch mit zukünftigen Erweiterungen, wenn eben neue abgeleitete Klassen zu der bestehenden zukommen, immer noch funktioniert und keine Modifikationen erfordert. Also closed bedeutet, an bestehenden Klassen sollte keine Änderung notwendig sein, wenn man neue abgeleitete Klassen irgendwo dazufügt. Und open bedeutet eben, dass dieses Hinzufügen von neuen abgeleiteten Klassen möglich sein soll, ohne große Einschränkungen. Genau, Liskov Substitution Principle bedeutet, dass man, wenn man an der Stelle ein Objekt ersetzt durch ein abgeleitetes Objekt, dann sollte sich das immer noch so verhalten, wie man es von der Basisklasse erwarten würde. Und da gibt es ein Standardbeispiel dazu, um so grafische Formen, mit grafischen Formen befasst. Und also in dem Beispiel betrachtet man Rechtecke und Quadrate als Formen. Und die Frage ist, besteht zwischen diesen Dingen eben so ein Zusammenhang, den man über eine Subklassenbeziehung ausdrücken kann oder eine Subtypbeziehung? Und wenn man so, sagen wir, klassisch hergeht, dann hat man vielleicht gehört, ja, diese Ableitungsbeziehung, die drückt sowas wie eine Ist-Ein-Beziehung aus. Also wenn Sie sagen, ein Fahrrad ist ein Fahrzeug oder ein PKW ist ein Fahrzeug, dann wäre das eine Subklassenbeziehung. Und ähnlich könnte man hier sagen, bei einem Quadrat, ein Quadrat ist ein Rechteck, also besteht da auch eine Subklassenbeziehung zwischen Quadrat und Rechteck. Es stellt sich aber raus, dass das diesem Liskov-Substitutionsprinzip widerspricht. Und zwar da, also das Beispiel ist ungefähr so, dass Sie eben bei einem Rechteck haben Sie die Möglichkeit, die Länge und die Breite unabhängig voneinander zu setzen. Bei einem Quadrat, wenn Sie da in dieser abgeleiteten Quadratklasse praktisch das auch so betrachten wie eine Basisklasse, hätten Sie auch die Möglichkeit, bei einem Quadrat die Länge und die Breite unabhängig voneinander zu verändern. Wobei das dann eben danach kein Quadrat mehr wäre. Also das ist ein Problem, dass eben diese abgeleitete Klasse dann nicht die erwarteten Eigenschaften der Basisklasse hat, wenn man es als Basisklasse betrachtet. Aber genau, das war jetzt nur so grob. Wenn Sie da danach schauen, Liskov Substitution Principle, finden Sie dazu mehr. Interface Segregation Principle sagt im Grunde genommen nur aus, dass Sie Ihre Interfaces nicht zu groß und zu allgemein machen sollten, sondern wenn sich die Funktionalität von einem Interface aufteilen lässt in mehrere Teilaspekte, dann sollten Sie es aufteilen. Und Dependency Inversion Principle, das ist auch wieder relativ kompliziert zu erklären, deshalb lasse ich das an dieser Stelle hier raus. Aber wie gesagt, was Sie hier sehen sollen, einfach nur, es gibt eben so bestimmte Richtlinien, wie größere Programmsysteme entwickelt werden sollen oder wie Sie objektorientierte Programme entwerfen. Und das wären eben fünf davon, die man also auch nicht immer ganz strikt einhalten muss, aber die einem eben so ein gewisses Verfahrensweise nahelegen. Okay.
sind wir fast am Ende der Vorlesung, von der gesamten Programmieren-Vorlesung. Deshalb noch ganz kurz, was haben wir nicht gemacht? Wir haben in dieser Vorlesung verschiedene Aspekte von Java nicht behandelt. Wir hatten uns nicht angeschaut, paralleles Programmieren und Nebenläufigkeit. In Java gibt es sogenannte Threads, die das erlauben, dass sie eben zum Beispiel alle Cores von ihrem Prozessor ausnutzen. Das lernen sie unter Umständen in der Vorlesung paralleles Programmieren, wenn sie die hören. Dann, was wir uns auch nicht angeschaut hatten, ist, wie sie mehrere Rechnersysteme zusammenschalten, um da eine gemeinsame Funktionalität zu erreichen, also Client-Server-Programmierung. Dazu gibt es diese eine Java-Technik Remote Method Invocation, RMI. Entwurfsmuster haben wir uns nicht angeschaut oder bloß eines ganz kurz gestreift. Programmierung grafischer Oberflächen, Java Beans, Java Security hatten wir uns alles nicht angeschaut. Dazu gibt es dann andere Vorlesungen, wo das noch vorkommt. Okay, also wie geht es jetzt weiter am Ende dieser Vorlesung? Erstmal, genau, ich hoffe, dass Sie einigermaßen Programmieren gelernt haben in dem Rahmen. Vom Studienplan her kann man sich die Frage anschauen, wie geht es weiter für Informatikstudenten auf dem Gebiet praktische Informatik, geht es so weiter, dass sie im zweiten Semester die Vorlesung Softwaretechnik hören sollten, dass sie im dritten Semester diese Teamarbeit lernen in einer Veranstaltung Praxis der Software, in kleinen Gruppen von so 5, 6, 7 Leuten zusammenarbeiten und ein bisschen größeres Programmsystem in diesem Team entwickeln. Also das sind da die nächsten Schritte. Und also außerhalb von dem Studienplan könnte man sich auch noch die Frage stellen, wie kann ich jetzt vielleicht noch meine Programmierkenntnisse, die ich hier erworben habe, noch weiter verbessern. Und was ich Ihnen da empfehlen würde, ist, dass Sie, lesen Sie Programme, schauen Sie sich Programme an, die andere programmiert haben, möglichst von solchen Leuten, die richtig gut programmieren können. Also Java-API oder andere APIs, die schon etabliert sind, die sind häufig ein guter Einstieg oder einfach solche Programmpakete. Dann schreiben Sie selber Programme, das ist auch sehr, sehr hilfreich, um was zu lernen. Und dazu, wenn Sie Lust haben, überlegen Sie sich einfach irgendein Gebiet, auf dem Sie gerne ein Programm schreiben würden, was es vielleicht bisher noch gar nicht gibt, und versuchen Sie daran, sich ein bisschen diese Programmiertechniken weiter zu verbessern. Vielleicht auch noch wichtig, Internet gibt es alle möglichen Informationen. Also wenn Sie wirklich in der, selber weiter programmieren, das haben Sie vielleicht auch schon herausgefunden, es gibt da viele Webseiten, die Ihnen da Informationen zu liefern, die von der Qualität her auch sehr stark unterschiedlich sein können. Eine Seite, die ich noch ein bisschen empfehlen möchte, ist diese Stack Overflow-Seite. Da sind sehr qualitativ hochwertige Tipps normalerweise zu finden. Passend diese Sammlung, das ist dann, was Sie auch noch machen können, wenn Sie Ihre Programmierkenntnisse verbessern wollen, nehmen Sie an Veranstaltungen, an Programmierveranstaltungen teil. Da gibt es in Karlsruhe auch ganz interessante Dinge, wie zum Beispiel diesen Hackathon, also wo Sie praktisch eine Nacht durch programmieren können. Sie geben sich eine Aufgabe vor, arbeiten im Team dran und präsentieren das dann nach einer Nacht oder nach 24 Stunden programmieren. Sie müssen nicht durchhacken, Sie können auch Pause natürlich machen. Das gibt es jährlich, findet dieses Jahr auch wieder statt. Aber ich sehe gerade, es geht sogar etwas länger als einen Tag. Also Sie können das sogar wohl 3 Tage an einem Problem arbeiten in einem kleinen Team. Ist, denke ich, auch eine ganz witzige Sache. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einfach viel Erfolg. Genau, Sie haben es schon geahnt, im weiteren Studium, auch mit der Klausur, die auf Sie als nächstes noch zukommt. Und natürlich viel Spaß beim Programmieren.